Sie haben Preisrisiken aus Rohwarengeschäften und suchen für diese eine Sicherung? Dabei möchten Sie bereits heute für Ihre Rohwarenposition Kalkulationssicherheit erreichen, ohne dafür gesondert Liquidität aufzuwenden? Dann könnte das Rohwarentermingeschäft für Sie interessant sein. Und so funktioniert es. Sie treffen mit der Commerzbank eine verbindliche Vereinbarung darüber, eine festgelegte Menge der Rohware an einem festgelegten Termin in der Zukunft, dem Fälligkeitstag, zu handeln. Der Preis der Rohware, der Basispreis, wird hierfür schon bei Geschäftsabschluss festgelegt. Ihr Grundgeschäft bleibt dabei unverändert bestehen. Notiert der variable Preis der Rohware am Fälligkeitstag im Vergleich zum Basispreis für Sie ungünstiger, erhalten Sie eine Barausgleichszahlung. Notiert der variable Preis dagegen günstiger, müssen Sie eine entsprechende Barausgleichszahlung leisten. Mit dem Rohwarentermingeschäft erreichen Sie auf diese Weise eine sichere Kalkulationsgrundlage für Ihr Grundgeschäft. Jedoch bietet es Ihnen nicht die Möglichkeit, an Preisschwankungen der Rohware teilzuhaben. Mit Abschluss des Rohwarentermingeschäfts gehen Sie die folgenden Chancen und Risiken ein. Zunächst betrachten wir die Chancen. Der festgelegte Basispreis im Rohwarentermingeschäft bietet Ihnen Planungssicherheit für Ihre Rohwarenposition. Notiert der variable Preis der Rohware am Fälligkeitstag für Sie ungünstiger als der vereinbarte Basispreis, erzielen Sie einen finanziellen Vorteil. Sie erhalten von der Commerzbank eine Zahlung in Höhe der Differenz. Sie müssen darüber hinaus bei Geschäftsabschluss keine Prämie zahlen. Der Marktwert kann sich für Sie positiv entwickeln. Bei vorzeitiger Auflösung erhalten Sie eine Ausgleichszahlung. Und nun betrachten wir die Risiken. Das Rohwarentermingeschäft bietet Ihnen keine Möglichkeit, an für Sie positiven Preisentwicklungen der Rohware teilzuhaben. Notiert der variable Preis der Rohware am Fälligkeitstag für Sie günstiger als der vereinbarte Basispreis, erzielen Sie einen finanziellen Nachteil. Sie müssen eine Zahlung in Höhe der Differenz an die Commerzbank leisten. Das Rohwarentermingeschäft ist rechtlich unabhängig von Ihrem Grundgeschäft. Sie müssen Ihren Verpflichtungen am Fälligkeitstag auch dann nachkommen, wenn sich Ihr Grundgeschäft nicht wie geplant realisiert. Bei Geschäftsabschluss hat das Rohwarentermingeschäft einen aus Ihrer Sicht negativen Marktwert. Der Marktwert kann sich für Sie auch negativ entwickeln. Bei vorzeitiger Auflösung müssen Sie dann eine Ausgleichszahlung leisten. Zusammenfassend ist das Rohwarentermingeschäft für Sie ein passendes Instrument, wenn für Sie die Kalkulationssicherheit für Ihre Rohwarenposition gegenüber der Möglichkeit, an positiven Preisentwicklungen der Rohware teilzuhaben, im Vordergrund steht.